Ausgeruht geht es nun nach der Sommerpause weiter in einem neuen Part von Let's Play Pokémon Kristall Edition. Ja, immer noch auf dem Weg zur Liga. Ja, wir haben uns ja bei dieser netten Dame etwas ausgeruht gehabt und nun ist es aber Zeit, unseren Weg fortzusetzen. Und hier ist doch bestimmt etwas an diesem Baum. Es ist ein Obstbaum. Hey, es ist eine Eisbeere. Yay, und ich glaube, die Eisbeere ist nicht gegen Frost, soweit ich mich entsinne, sondern gegen Brand. Gut. Oh nein, du hast mich gesehen. Verdammt. Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Ja, dann hau mal rein, würde ich mal sagen. Okay. Ich bin gespannt, Ask-Trainerin Susi, was du drauf hast. Sie möchte kämpfen und sie schickt Pikachu in den Kampf. Ach, Pikachu. Das mit unter anderem überbewertetste Pokémon ever. Ever, ever. Nein, wirklich jetzt. Pikachu ist wirklich so ein Pokémon, das kennen selbst total viele Leute, die überhaupt nichts mit Pokémon am Hut haben, die sich gar nicht damit auskennen. Aber irgendwie kennen sie alle Pikachu. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Autsch. Der Donner hat wehgetan. Und jetzt hat es mich ja noch paralysiert. Du böses Pikachu. Du schämst dich kein bisschen. Ich merke das schon. Hallo, hast du es jetzt mal bald? Ich will dich ins Jenseits schicken, du dummes Teil. Oh, komm schon. Ah, nein. Verdammt. Aber dagegen habe ich etwas. Ich hoffe es zumindest. Ach Gott, Moment. Erstmal brauche ich das nicht. Ether, Eisheiler. Habe ich hier nicht noch einen Hyperheiler gehabt? Wo ist der? Anscheinend nicht. Verdammt. Okay, ich muss echt mal wieder einkaufen gehen, fällt mir mal auf. Shit. Gut, dann werde ich erstmal das Pokémon austauschen. Wir nehmen André. Sorry, Chris, ich muss dich mal kurz austauschen. Kopfnuss! Tja, Pikachu, das war's für dich. Du bist nicht süß und knuddelig. Setz Turtok ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nö. Oh, wir haben ein Turtok. Aber auch dein Turtok wird keine Chance haben. Platzregen setzt ein. Es regnet immer noch. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil sie die Attacke gerade erst eingesetzt hat. Ja. Vor allem die Initiative sinkt, aber Angriff und Verteidigung steigen. Auch nicht schlecht. Ich finde das so komisch, dass es zwei Fluchattacken gibt. Das ist so, die eine zieht die Hälfte der KP ab und die andere erhöht einfach mal die Statuswerte. Das ist so total komisch einfach. Es versucht uns wegzuspülen. Oh nein. Das wird dir nicht gelingen. Okay. Kopfnuss. Meine gute Turtok. Das Turtok ist C. Das muss ich ihm lassen. Wirklich. Aufgehört zu regnen. Auch wie schön. So, vergiften wir es mal ein wenig. Da-dum, da-dum. Ha-ha-ha. So, gut. Wie, es regnet schon wieder. Willst du mich für Kackeiern? Toto kann sich nicht entscheiden, ob es das regnen lassen soll oder nicht. Oder... Tja, Susi. Das war nix. Nein, ich kann das nicht glauben. Tja, du wirst es aber glauben müssen. Gut, dann gehe ich doch noch mal eben schnell zu der
netten Dame, bei der wir eine Pause einlegen können. Ja, dankeschön. Hier, deine Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. Warum zur Hölle habe ich eigentlich keine Tränke? Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ah, ist mal ein bisschen was? Gucken, was es hier für Pokémon gibt. Dodo! Yay, nur zu dumm, dass ich Dodo schon habe. Aber ich werde es mal besiegen, damit Chris ein paar Erfahrungspunkte sammeln kann. Ey, hast du gefälligst mein Evoli zufrieden? Böses Dodo. So. Ah. Oh nein. Ja gut, jetzt habe ich das auch verstanden, dass es hier Dodos gibt. Ist okay. Gut, dann... Weiter geht's! Pokécom. Schauen wir doch mal auf die Karte. Ja, es ist noch ein weiter Weg bis zur Pokémon-Liga. Ich bin gerade mal auf Route 26 und die Siegestraße ist da ganz oben. Ich bin begeistert. Nicht. Hi, bevor du mich siehst, wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. Ist das so? Das ist eine gute Auffassung, die du da hast. Astrainer Mike schickt Satzinia in den Kampf. Oh, war ja mal. Gut. Satzinia. Dein Satzinia wird nicht standhalten, mein Lieber. Ach, nicht Wickel. Komm schon. Oh, Wickel ist einer der Nervattacken schlechthin. So sehe ich das zumindest. Bloß nicht. Rasierblatt. Oh nein. Autsch. Was so? Hast du es jetzt? Satzinia, du nervst. Oh nee, nicht auch noch Toxin. Ich hasse Toxin. Ach komm schon. Und jetzt noch einmal Ruckzucki. Oh yeah. 42. Und Chris versucht Bodycheck zu erlernen. Ja, Bodycheck ist an sich eine starke Attacke, aber sie hat den Haken, dass sie selbst verletzt. Aber ich werde Bodycheck trotzdem erlernen. Ja. Was soll vergessen werden? Tackle. So. Gut, dann haben wir jetzt also Bodycheck. Setz Kinglein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Why not? Ich meine, zu wem wechsle ich denn mal? Ich wechsle mal zu Heiji. Gönnen wir Chris eine Pause. So. Zack. Heiji, setz Fliegen ein. Kingler. Selbst ich habe nicht mal einen Kingler. Ich weiß gerade noch nicht mal, ob ich überhaupt einen Krabi habe. Oh, das ist Schutzschild ein! Nein! Verdammt! Oh, komm schon, Kingler, wirklich? No! You can't do this! Wenigstens hat das nicht nochmal Schutzschild eingesetzt. Das wäre jetzt der Hit gewesen. Boah! Hätte ich das mal nicht gesagt! Ach was, echt? Du bist so ein Kackbuhn, weißt du das? Ah. Entschuldigt dieses Wort, Leute, aber... Ah. Mein Gott, dann greife ich sie eben mit Schnabel an, auch wenn das eine schwache Attacke ist.
Alter Kingler, ich schwör's dir, wehe. Jetzt ist er bestimmt gleich Schutzschild wieder ein. Hab ich nicht gesagt? Oh. Kingler, du machst mich irre. Gut, dann soll es eben nicht sein. Ich bin ganz ruhig. Ich bin total entspannt. Ja, jetzt sitzt du natürlich Stampfer ein, ne? Jetzt, wo sich Hete wieder auf der Erde befindet. Ja, natürlich. Warum hat es das nicht vorhin die ganze Zeit eingesetzt? Kingler wollte mich einfach nur trollen. So sieht es wahrscheinlich aus. Bist jetzt langsam mal fertig. Gut, ich bin nämlich fertig mit dir. Ha. Sehr gut. Setzt Flamara ein. Ja, natürlich möchte ich das Pokémon wechseln. Ich habe da nämlich was gegen. Dein Flamara hat keine Chance, mein Freund. Sorry, Dude. Aber dein Flamara wird jetzt erstmal dran glauben müssen, denn ich habe Surfer. Ciao, ciao. Tja, das war zu viel. Das Leben ist noch härter. Gut erkannt. Ah, Moment, Moment. Stimmt, Chris ist vergiftet. Gut, dass ich Gegengifte habe. Gegengifte habe ich komischerweise, aber keine Tränke mehr. Was ist das für eine Schande? Gut. Aber Beleber habe ich wenigstens noch. Aber wo so. Und ich habe noch einen Sonderbonbon. Bei dem ich noch nicht weiß, wie ich dem gegen soll. Gut. Dann. Ach nein, den übergeben wir natürlich nicht. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Ah ja? Und eine dieser Vorbereitungen ist, gegen mich zu kämpfen und mich zu besiegen, oder? Was ist dein Bestreben, Astrainer Fred? Oh, Parasect. Ich bin beeindruckt. Gut, oh, das wird dir nicht helfen, mein Freund. Parasect schreckt zurück, das ist sehr gut. Oh oh. Out! Oh oh. Ich muss Chris austauschen. Nehmen wir mal Suicune. Dankeschön. Blobstrahl. Oh. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Ja, ich hab's gemerkt. Upsi. Gut, das sollte also nicht sein. Dann Kaskade. Ja, es hat ausgereicht, den Parasect zu besiegen. Auch wenn es nicht effektiv war. Gut. Enteron. Nö. Ich bleib bei Suicune, da Suicune eh bald aufsteigt. Oh, Enteron, du bist so wunderschön. Windstoß. Oh. Das ging mal in die Hose, würde ich sagen. Zum Glück hast du nur zweimal getroffen. Lüdü. Ja, ist natürlich nicht sehr effektiv, da es ein Wasser-Pokémon ist. Aber gut. Ich habe ja auch noch Whirlpool. Das war auch eine Wasserattacke. Egal. Okay, es zieht noch weniger ab. Er ging in die Falle. Okay, gut. Konfusion. Oh, toll. Wie nett von dir, dass du mich verwirrst. Blöds Enteron. Stimmt, Whirlpool schadet ja auch nach und nach dem Gegner, so wie Wickel. Ich vergaß. Suicune ist verletzt. Na, wenigstens konnte es noch Blubstrahl einsetzen. Boah, Volltreffer. Schade, dass es nicht zum K.O. gereicht hat.
Ach, komm schon. Ehrlich jetzt, diesen letzten KP lässt du übrig. So. Oh. So kurz davor. Was soll's? Ich habe es vermasselt. Tja, schmeißt du jetzt die Vorbereitung für die Pokémon-Liga über einen Haufen oder wie sieht's aus? Tada, und ich gehe fröhlich meines Weges. Du hast gerade mein Lied gestört. Ich habe gegen einen Trainer namens Shane verloren. Er war sehr stark, aber es schien, als sei er von Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Tja, der gute Shane bringt seinen Pokémon noch keine Liebe entgegen. Der mit ihrem Galopper. Oh, Galopper. Ah, Chris ist natürlich immer noch nicht in bester Verfassung. Gut, dann gehen wir über zu Nagi. Aber Chris soll trotzdem ein paar Erfahrungspunkte abkriegen. So ist das nicht. Wolltest du mich beeindrucken damit? Sorry, Dude. Daraus wird nix. Nicht mit mir, Galoppa. Nicht mit mir. Das war's für dich. Oh, yeah. Gut, gut. Schön. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Habe ich das auch behauptet? Ich habe das nie behauptet. So, ich habe hier vorhin ein Item gesehen. Ja, sehr schön. Oh, Top-Elixier. Wunderbar. Nur leider füllt das nicht die KP meiner Pokémon auf. Ah, ich glaube, ich muss doch nochmal wieder zu der Hütte zurücklaufen. Tja, das ist das Blöde, wenn man keine Tränke bei sich hat. Warum habe ich auch keine Tränke dabei? Ich meine, ich bin auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Egal. Ist ja zum Glück kein weiter Weg. Hallo, ich bin hier, um nochmal ein Päuschen bei dir einzulegen. Perfekt. Hier, deine Pokémon sehen gut aus. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber das mit dem Tränken, das ist schon echt blöd jetzt. Aber na gut, da muss ich jetzt erstmal durch. Ich muss auch noch durch die Ziegestraße. Ich will nicht. Gut. Gut, gut. So, jetzt. Route 26, Pokémon-Liga, Empfang. Okay. Hallo. Hi. Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle 8 Orden von Johto. Geh bitte weiter. Vielen Dank, Herr Empfangsmann. Was seid ihr denn für welche? Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass es einem Angst macht. Sie erwarten dich. Dieser Weg führt zum Silberberg. Dir werden ängstlich starke Pokémon begegnen. Tja, hier da kann ich noch nicht lang, aber das wird sich ändern, sobald ich die Liga geschafft habe. Siegestraße. Yay, ich mag die Siegestraße nicht. Oh toll, ich bin gerade mal ein paar Meter gegangen, ey. Oh, aber hier gibt's Rihorn. Rihorn sollte ich jetzt nicht unbedingt mit einem Evoli angreifen. So, kommen wir zurück. Tja. Ich habe sowieso diese Befürchtung, dass ich meine Pokémon nicht gut genug trainiert habe, um überhaupt in der Liga antreten zu können. Aber gut, ich werde es trotzdem versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann muss ich es halt nochmal versuchen. Mein Gott! Hallo! Oh oh, das ist nicht gut. Natürlich, das war so klar. Ich hätte nicht Whirlpool einsetzen sollen. Warum setze ich Whirlpool ein? Ah, Moment. Rihorn, komm in meine Sammlung. Sehr schön, sehr schön. Das sieht man gerne.
So, Rihorn. Es kann sich immer nur eine Sache merken. Hat es erst angefangen zu laufen, hat es vergessen, warum. Dieses Rihorn hat anscheinend ein sehr kleines Gehirn. Möchtest du Rihorn einen Spitznamen geben? Nö. Nö. Diesmal nicht. So. Siegestraße. Ich mag die Siegestraße nicht. Wow, Rihorn. Ist ja voll was Neues. Nein. Ich will das nicht. Kann ich hier eigentlich mit dem Rad fahren? Das wäre schon eigentlich voll nice. Wo ist denn mein Fahrrad überhaupt? Wo zur Hölle ist mein Fahrrad? Oh, willst du mir jetzt erzählen, ich habe mir immer noch nicht das Fahrrad geholt. Ich habe doch tatsächlich vergessen, mir das Fahrrad zu holen. So wie es aussieht. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Ja gut, dann muss ich wohl so hier durchlaufen. Bringt ja nichts. Oh, ein Hyperheiler. Hyperheiler kann ich immer gebrauchen. So. Gut, dann. Ich gehe fröhlich meines Weges. Wo soll ich lang gehen? Ich gehe hier lang. Juhu! Oh Gott, da musste ich gerade voll niesen. Das hat man bestimmt gehört, aber das macht nichts. Oh, noch ein Hyperheiler. Oh, du bist aber großzügig zu mir, Siegestraße. Ich bin gerade erst hier reingekommen und... Top-Beleber. Schön. Supertrank oder Hypertrank wäre mir aber viel lieber, ne? Nur mal so. Okay, dann. Hier ist nichts. Und hier ist die Leiter. Gut, gut. KP Plus. Ja, KP Plus. Ich würde sagen, das KP Plus. Wo ist das KP Plus? Da ist das KP Plus. Ich werde KP Plus mal an Chris geben. So. Ah, den Sonderbonbon, den hebe ich mir noch auf. Zwischendurch mal speichern. Auch direkt im Spiel. Nicht nur immer Safe State. So. Klack. Sehr schön. Gut, 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 gut. Warum sind hier keine einzige Trainer? Waren hier gar keine Trainer? Die müssten doch eigentlich Trainer sein, oder nicht? Oh. Oh no, was willst du? Och, Shane. Moment! Willst du das, was? Das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun, ich habe die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Sakko, ich fordere dich heraus. Angeber. Shane, du bist so ein verdammter Angeber, weißt du das? Meinst du kannst es mit mir aufnehmen, Shane? Du kannst es ja mal versuchen. Ah, mein Ohr! Gott! Keine Schrei tut in den Ohren weh. Okay, bis war jetzt nicht die beste Wahl. Oh, aber Rucksackkeeper hat dafür reingehauen. Au! Ach komm! Das soll schon alles gewesen sein? Ich dachte so, oh, Zornklinge, aber... Das war ja mal gar nichts. Du brauchst es erst gar nicht versuchen. Dein Sneebel hat keine Chance gegen mich. Sag ich doch. So. Setzt Golbat ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, Chris soll drinbleiben. Ich bin ja immer noch voller Hoffnung, dass du dich bald zu einem wunderschönen Nachtara weiterentwickeln wirst. Oh oh. Biss. Hallo, ich wollte angreifen. Du darfst zuerst angreifen, das ist unfair. Scheiße. Entschuldigung. Ich hab das mal mit Essen gesagt.
weiß immer diese Ausdruckswörter hier. Das tut mir auch voll leid. Aber manchmal rutschen die einem halt so raus. Du elendes Golbat! Du hast Chris getötet! Dafür sollst du büßen! Oder zumindest hast du es K.O. gehauen. Geh zum Teufel! Gut, dass ich einen Toppeleber habe. Los, Golbat, mach dich vom Acker. Also. Oh, fast. Möchtest du... Oh, Magneton, ach du Schande. Nein, ich sag jetzt einfach mal nein. So, ich glaube, Kopfnuss ist hier nicht die beste Wahl. Nein, nicht wirklich. Es war so klar, dass es jetzt mit Donnerwelle kommt. Du musst mich natürlich paralysieren. Du verdammtes Magneton, ey. Das hat keine Wirkung. Wieso keine Wirkung? Willst du mir jetzt erzählen, ich kann Magneton jetzt nicht vergiften? Nein, ich kann es anscheinend nicht vergiften. Bist du... Nein, ich bin ganz ruhig. Warum habe ich jetzt eigentlich Hechi eingesetzt? Hechi ist schwach gegen Elektro. Ist sehr effektiv. Naja, gut, das ging ja noch. Schnell ab in die Luft mit dir, damit du vor seinen Attacken geschützt bist. Gut. Wie die Attacke ging daneben? Komm, das ist jetzt nicht wahr. Nein, ich habe das Gefühl, in diesem Part wollen sie mich alle trollen heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh, toll. Das hätte ich mir eigentlich sparen können. Ach, jetzt hat Donnerwelle auf einmal Wirkung, ne? Was mache ich hier überhaupt? Ich mache nur Blödsinn heute. Das ist so... Und das kurz vor der Pokémon-Liga. Komm schon. Stein... Hagel! Lass mich Steinhagel einsetzen! Du verdammtes Magneton! Wow. Ich bin beeindruckt. Ach komm, Moda! Streng dich doch mal ein bisschen an hier! Das sieht nicht gut aus. Ich setze jetzt mutigerweise Nagi in den Kampf, obwohl Nagi ein Wasser-Pokémon ist. Das wird mich Kopf und Kragen kosten, aber gut. Ich riskiere es. Ja gut, das ging ja noch. Gut. Surfer! Spülmagneter weg! Wow, du hast es tatsächlich weggespült. Ich bin begeistert. Wie, nur 300 Erfahrungspunkte? Okay, es wird geteilt mit den anderen, aber... Was? Meganie, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Aber Meganie ist ein Pflanzentyp. Das ist nicht gut. Egal, ich habe Schlitzer und ich habe Biss. Und damit werde ich sie jetzt heimzahlen. Hey, wow. Volltreffer. Nice. Oh, oh. Rasierblatt! Das ist nicht gut! Ey, komm! Dein Ernst? Oh. Okay, okay. Ich gebe zu. Shane ist zäher, als er aussieht. Das muss ich ihm lassen. Aber ich habe ja immer noch Suicune. Was aber auch schwach ist gegen Rasierblatt. Gut, es ist effektiv, aber hat nicht so reingehauen zum Glück wie bei Nagi. Meganie! Du verfluchtes! Ach, Meganie! Mach mich nicht wütend! Sollte mich nicht wütend machen! Mach Saku nicht wütend! Also... Yay, Level 41. Das ist
Raccoon versucht, Aurora-Strahl zu erlernen. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Windstoß, bitte. Aurora-Strahl ist mir doch lieber als Windstoß. So. Apollo. Ja, würde ich mal sagen. Oh Gott, das sieht so schlecht um mein Team aus, Leute. Nee. Okay, ich bleib doch bei Suicune. Apollo. Hey, war das eigentlich sein letztes Pokémon? Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, war es sein letztes Pokémon. Aurora-Strahl. Wow. Das hat reingehauen. Oh, ich kann nicht fliehen. Ich hatte auch gar nicht vor zu fliehen. Außerdem bringt mir das sowieso nichts, weil ich in Trainerkämpfen gar nicht fliehen kann. Du bist so schlau, Shane. Du bist so schlau. Tja, das hat dein Apollo nun davon. Ah, nee, es war doch nicht sein letztes. Sein letztes ist Kadabra. Nope. Ich bleibe jetzt bei Suicune. Oh Gott, ich nehme schon 31 Minuten auf. Das ist wieder ein langer Part. Es tut mir leid, Leute. Sollte meine Parts echt mal kürzer halten, glaube ich. So. Oh, yes. Sehr schön. Gut, gut. Tja, Shane, was sagst du dazu? Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe alles gegeben, was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Ah ja? Bist du dir da ganz sicher? Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann. Und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. Okay. Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist schlecht. Wie, ist das schon der Ausgang der? Oh, das ist ein Loch. Ich glaube, da sollte ich lieber nicht reinfallen. Wie, ist das schon der? Ist das schon der Ausgang von der Siegestraße? Waren hier nicht irgendwelche Pokémon-Trainer? Anscheinend waren hier keine Pokémon-Trainer. Oh, Top-Genesung. Schön. So. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, Schutz, du musst jetzt aber noch ein bisschen wirken. Zumindest bis ich draußen bin. So. Tatsache. Ganz ehrlich, Leute, ich hatte die Siegestraße gar nicht mehr so kurz in Erinnerung in dieser Edition. Aber da ist sie. Indigo Plateau, das ultimative Ziel aller Trainer. Hauptquartier der Pokémon-Liga. Sehr schön. Wir sind da! Ja, wir haben die Pokémon-Liga erreicht. Ich würde sagen, Anfang des nächsten Parts werde ich dann Vorbereitungen treffen und dann werde ich mein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also Leute, bis dann!